Blicken wir jetzt wieder gemeinsam auf das Jahr 2020 zurück. Unser Gesundheitswesen wurde auf eine harte Probe gestellt. Die völlig neue Situation, ein hochansteckendes Virus zu bekämpfen, brachte Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger an den Rand ihrer Kräfte. Im Herbst waren die Krankenhäuser nahe an der Triage, also nahe daran zu entscheiden, wer lebenserhaltende Maßnahmen bekommt und wer nicht. Zu Beginn dieses Jahres konnte sich das wohl niemand vorstellen. Der erste Corona-Infizierte hat noch die ganze Station im Landeskrankenhaus Hohenems für sich allein. Die Spitäler stellen aber schon bald auf Notbetrieb um. Nicht unbedingt notwendige Operationen werden verschoben. In aller Eile organisiert die Landesregierung eine Corona-Teststraße in Rötis. Das Rote Kreuz hatte diese Idee. Wir rufen zuerst den Patienten an, machen ein Zeitfenster aus, wann er kommt. Und in diesem Zeitfenster wird die Polizei vorne verständigt. Heute oder jetzt in der Stunde so und so kommt Patient X, Y und Z. Und die kontrollieren das und nur die Leute dürfen einfahren. In der Messe Dornbirn entsteht ein Notkrankenhaus, das aber zum Glück nicht gebraucht wird. Vor allem ältere Menschen sind gefährdet, schwer zu erkranken oder am Virus zu sterben. Die Spitäler und Pflegeheime verbieten Besuche. Familien dürfen nur noch todkranke Angehörige sehen. Der Lockdown stellt auch die Pflege daheim vor noch nie dagewesene Probleme. Viele Pflegerinnen stammen aus Osteuropa und dürfen nicht einreisen oder sie sitzen in Vorarlberg fest. Mitte Mai kehrt die sogenannte neue Normalität in die Spitäler ein. Besuche sind nach wie vor eingeschränkt, man muss sich registrieren lassen und eine Maske tragen. Es wird immer mehr getestet. Das Team in der Pathologie in Feldkirch arbeitet bis zur Erschöpfung, um die Proben auszuwerten. Was besonders belastend ist, wenn man die Arbeit des Tages nicht mehr schafft. Wenn dann Proben liegen bleiben müssen, weil man einfach das nicht mehr bearbeiten kann und am nächsten Tag ins Labor kommt und dann ist wieder ein Berg von Proben da. Das ist schon sehr belastend. Es gibt auch Unmut, weil es mitunter dauert, bis man einen Testtermin bekommt. Es ist alles sehr langsam. Also für das, dass man am Donnerstagvormittag die Info gekriegt hat, dass ein positiver Fall im Kindergarten ist, muss ich sagen, ist Montag 14 Uhr für eine Testung relativ spät. Im Herbst wird die Situation dramatisch. Es ist für das Infektionsteam in den meisten Fällen nicht mehr nachvollziehbar, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Immer mehr Infizierte erkranken schwer und müssen auf die Intensivstation. Das Personal leistet fast Übermenschliches. Diese Flut an kritisch kranken Patienten, schwer bis in manchen Fällen kaum bis gar nicht zu bewältigen. Vor allem im pflegerischen Settingbereich. Und das ist eine enorme psychische Belastung. Die Spitäler warnen, dass es so nicht weitergehen kann. Sonst müssen die Ärzte über Leben und Tod entscheiden. Dann muss man auch, wenn es hart auf hart kommt, eventuell Therapien bei Patienten beenden, wenn ein anderer Patient da ist, der eine größere Überlebenschance hat. Massentests vor Weihnachten sollen helfen, Infizierte herauszufiltern und zu verhindern, dass sich noch mehr Menschen anstecken. Die Vorarlberger sind aufgerufen, freiwillig mitzumachen. Ja, wir werden wahrscheinlich gehen, ja. Das ist notwendig. Ja, ja. Dass man mal so eine Zwischenbilanz zücht. Auf jeden Fall, weil es mehr Sicherheit ist. Quasi für Fisch, wenn du mich fragst. Weil er muss dann reagieren, auch darauf nützt nichts, wenn ich nur teste und dann ist immer wieder gleich weit wie vorher. Also, aber bitte, das ist meine Meinung. In den Spitälern entspannt sich die Lage zum Jahresende wieder etwas. Das Vorarlberger Gesundheitssystem hat die schwerste Prüfung in seiner Geschichte bestanden. Zumindest vorerst.